Dann ist es also wahr, was ihm zugezählt wurde. Harry Potter ist ab jetzt in Hogwarts. Harry Potter. Der ist scheiße und der ist geil. Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. Du findest meinen Namen wohl lustig. Ja? Wenn du meine Gefühle verletzen wolltest, dann hast du das jetzt geschafft, okay? Du wirst sehen, einige Zauberfamilien sind besser als andere Potter und haben keine Eltern, die Geschwister sind. Komm, wir gründen eine überglückliche große Familie. Dann bin ich der Mann und du bist die Frau, okay? Ja, mehr Platz, du Schwurkel. So, ihr werdet gleich in eure Häuser eingeteilt. Komm mal mit in die große Halle. Mann, ich liebe Hogwarts. Ich bin lesbisch. Bist du auch lesbisch? Nee. Fotze. Nee, Kinder, bleibt mal hier stehen. Hier ist Member Area. Kommt nur weiter, wenn ihr einen Backstage-Pass zu Fresh Dumbledore habt. Ich hab einen. Er bestand darauf, euch mit einem Freestyle-Rap zu begrüßen. Yo, was geht ihr, Negerkinder? Ihr stinkt so doll wie Rinder. Echt, wie die Scheiße von der Kuh? Das macht mir direkt die Nase zu. Das ist mein Homie Filth, yo, die alte Sau. Da drunter ist seine fette Pussy. Das ist auch manchmal seine Frau. Er fickt sie in den Arsch, er fickt sie in den Mund. Das hält die Pussy voll gesund. Yo. Ja, das war's jetzt leider auch schon. Oh. Ich hasse Dumbledore. Ihr werdet jetzt in eure Häuser eingeteilt mit diesem stinkenden Hut. Und ich rufe euch jetzt nicht alphabetisch auf. Hermine Granger. Fotze hat mich aufgerufen. Meinst du, Hermine steht auf McGonagall? Oh, du bist lesbisch, hä? Und du benutzt Dildos? Alles klar, ich steck dich nach Gryffindor. Yeah! Draco Malfoy. Oh, endlich bin ich dran. Ich hab schon so lange gewartet. Schwul! Alle, die schwul sind, kommen nach Slytherin und alle Slytherins sind böse. Unwichtiger Nebencharakter. Ja, das bin ja wohl ich, ne? Oh, die sieht schon unwichtig aus. Hä? Ah! Harry, was ist los? Gar nichts. Unwichtige Nebencharakter und Statisten kommen nach Hufflepuff. Ich hasse Hufflepuff. Ronald Weasley. Oh, jetzt bin ich dran. Hoffentlich gewinne ich was. Ich habe noch nie was gewonnen. Hä? Oh Mann, ich würde echt gerne deine Gedanken lesen, Junge. Aber du hast ja nicht mal welche. Meine Güte, dann schicke ich dich ja nach Gryffindor! Ja, bin ich beruhigt. Harry Potter? Wisst ihr, was ich nicht kapiere, Leute? Warum fangt ihr eigentlich immer an, meinen Namen zu flüstern? Ihr müsst mich doch mittlerweile mal kennen. Bei dir war das echt schwierig, Junge. Ich kann dich überhaupt nicht einordnen. Also irgendwie bist du nicht schwul und du bist auch nicht lesbisch und irgendwie was dazwischen, da kann ich mich nicht mehr aus. Aber du hast meinen schwulen Porno gesehen und dazu ordentlich abgewichst. Ich bin nicht schwul. Ich machte die Musik vom Film. Nicht schwul, hä? Bist du dir ganz sicher? Wo stecke ich dich denn dann hin? Ich meine, du bist kein Statist und du bist nicht schwul und nicht lesbisch, aber du hattest auch noch nie eine Beziehung mit einem Mädchen. Und naja, du schaust den Jungs auf den Arsch. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht doch schwul bist. Vielleicht bist du in Slytherin ganz gut aufgehoben. Na gut, dann Gryffindor! Wir haben Potter! Hallo. Oh, Yo!
Wow, Fresh Dumbledore hat mir zugenickt. Oh, ist der beste Tag meines Lebens. Ha. Kinder, haltet mal die Schnauze. Wir sagen doch gar nichts. Yo! Lasst uns mal fett was phrasen. Ron, du grunzt schon wieder. Und du sitzt neben mir. Ich mag dich und ich mag dich. Wir werden bestimmt beste Freunde. Percy, wer ist eigentlich der Typ da mit den langen schwarzen Haaren? Was haben Sie gesagt? Achso. Wie heißt denn der? Das ist Professor Snape. Er unterrichtet Zaubertränke, aber er ist eigentlich in der Quirrells Arsch Jobherr. Was nehme ich denn jetzt? Noch mehr Chicken Wings. Ihr denkt, das ist Hühnerfleisch, was ihr gerade esst? Falsch gedacht. Wieso? Was ist das denn dann? Na, ihr esst Menschenfleisch. Um genau zu sein, mein Fleisch. Hä? Das waren keine Chicken Wings? Was war es denn dann? Habe ich doch gerade gesagt, du Idiot. Ihr esst mein Fleisch. Wenn ich gerade ihren Penis gegessen habe, dann kotzt sich Harry auf den Schoß. Wieso mir? Das war mein Penis. Oh mein Gott. Das Schloss ist eindeutig zu groß. Wenn wir langsam gehen würden, wäre der Film vorbei. Das ist nicht nur eine Katze, das ist ein Transformer. Nein, ich bin ein Zauberer, genauso wie Sie auch, Mr. Weasley. Und könnte Mr. Potter jetzt bitte mal den Mund zumachen? Danke. Warum sind Sie zu spät gekommen? Wir haben das Adventskalendertürchen nicht gefunden. Es ist Juli. Oh, darum haben wir es nicht gefunden. Kommt gefälligst pünktlich. Ihr müsst euch die Morgenlatte nicht unbedingt runterwichsen. Woher weiß sie das denn? Will ich gar nicht wissen. Albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. Den wenigen Auserwählten unter euch, die die gewisse Veranlagung besitzen. Die lehre ich in diesem Kurs, wie man und gleichzeitig mit einem und dann den ganzen Arm in und dann richtig hart und das alles ohne Gleitcreme. Oh, wie geil. Andere wiederum denken, sie hätten es nicht das nötig. Ist das Haus vom Nikola. Das ist meinem das Haus vom Nikola. Unterricht zu folgen. Schon wieder von Mal. Jetzt pass doch mal auf, du Wichser. Mr. Potter, unsere neue Was? Berühmtheit. Was will er von mir? Wer spielt im Film Klein, aber schon durchgerammelt, Teil 37, die Hauptrolle? Ich. Keine Ahnung. Nächster Versuch. Wo würdest du suchen, wenn es hieß, du solltest einen Inferno-Dildo beschaffen? Ich weiß das! Weiß ich jetzt echt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Warum nehmen sie nicht Hermine? Genau! Ich nehme niemals Mädchen. Genau wie ich. Wo bin ich hier nur gelandet?